Ja, Nils, was machen wir denn jetzt Schönes? Erzähl doch mal. Wir holen den neuen Mitarbeiter aus Hamburg am Bahnhof ab, um ihn sein Auto zu segeln. Und wie heißt der? Das ist der gute Nikolai, den ich heute auch zum ersten Mal sehen werde, weil der wird in Hamburg eingestellt und ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Und der kriegt gleich ein Auto, oder wie? Der kriegt gleich ein Auto. Hi Nico, stehst du am Bahnhof? Hi. Ja, ich weiß noch nicht, welche Seite ich bin. Es gibt ja einmal die Innenstadtseite und einmal die andere. Die Innenstadtseite ist die richtige. Wir stehen gerade bei der Ampel vorm Bahnhof. Also wir sind auch gleich da. Ja, alles gut. Bis gleich, ciao. So, ist das der Nico? Hi, Nils. Ja, schön, dich zu sehen. Ja, finde ich auch. Ein. Muss mal erkennen. Was sagst du zum Service der Deutschen Bahn? Grausam, ganz grausam. Ja. Mega. Warst du schon mal in Bamberg hier, oder? Nee, aber ich habe ein kleines Déjà-vu, weil bei meiner alten Firma musste ich nach Bayern fahren, nach München, nach Dorfen. Ja. Aber ich habe hier das auf Wikipedia durchgelesen. Es soll eine sehr schöne Innenstadt sein hier. Bamberg ist sehr schön. Und nicht so unbedingt kriegszerstört, ne, wie Hamburg. Ich bin auf Bodenmann aufmerksam geworden durch Instagram tatsächlich. Hab dann da die Anzeige gesehen und war ja eh auf der Suche und hab dann einfach mal auf gut Glück, haben mir die Sachen durchgelesen. Am Anfang noch gar nicht beworben, erstmal nur gesehen. Ich hab's sehr, sehr oft gesehen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so komm, irgendwie bieten die ja ganz geile Sachen. Also es sah ganz freundlich aus. Kannst ja mal anrufen, ne? Beziehungsweise ich habe eine E-Mail geschrieben oder mich auf die Instagram-Seite beworben. Ja, ja, einfach. Ja, genau. Und dann, ich weiß gar nicht, wer mich angerufen hat. Der Stefan. Der Stefan. Und das hat eigentlich auch mit dem Joachim ganz gut gepasst. Alles war sehr zufrieden. Bin gut ausgestattet, was Werkzeug angeht. Auto ist ja jetzt da. Super. Das ist also dein neuer Geschäftswagen hier. Ganz genau, das ist der. Sieht man ja hier brandneu und gefischt. Ach, der hier, ach so. Den will ich gar nicht haben. Sag mal, Nils, kriegt da eigentlich jeder so einen schicken Geschäftswagen, der jetzt da anfängt, oder? Jeder Vorarbeiter. Also jeder, der einzeln oder im Team unterwegs ist und für die Baustellen verantwortlich ist, der kriegt ein Auto. Damals. Gut für dich, ja? Ja. Oh, bist du schon ein bisschen aufgeregt jetzt, oder? Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Dann fährt man schon mal ein neues Auto, ne? Das ist schon mal eine Nummer, ne? Meistens kriegt man ja irgendwas Gebrauchtes. Deswegen ist das schon ein Erlebnis. Kann man ihn raus? Ja. Folgen Sie dem Skoda. Ja, da auf jeden Fall. Mein Auto an sich ist auch nämlich ziemlich alt, was ich zu Hause fahre. Und das ist echt eine Nummer hier. Also das ist natürlich immer wieder ein Erlebnis, hier so ein brandneues Auto zu fahren. Ne? Scheißegal von welcher Marke. Aber wenn man sowas hier vor die Nase gesetzt bekommt, dann freut man sich und geht natürlich mit einer ganz anderen Motivation nochmal zur Arbeit, würde ich sagen. Und nebenbei kann ich mir noch ein bisschen Bamberg angucken. Das ist auch eine Sache. Ey, jetzt muss ich dir mal diese Armbeben an. Das ist auch noch so. Boah. Mensch, Mensch, Mensch. Das gibt's auch noch hier. Chillen hier, guck dir das mal an. Ja, gepolstert, Alter. Mercedes hier. Wichtigstes, Armlehne und Getränke, Alter. Hast du hier einen da unten und da unten hast du auch noch eine extra Flasche, Alter. Ich steh durch. Ich habe immer morgens keine Zeit oder ich will mir nicht die Zeit nehmen, morgens meinen Kaffee im Bett zu trinken. Deswegen nehme ich den mit zur Arbeit. Hab mir das doberweise angewöhnt, meine Ikea-Gläser mitzunehmen ins Auto. Und dann kann ich mein Glas immer geil hier reinpacken und dann trinke ich das immer ganz gerne. Kostet dann nur 79 Cent bei Ikea. Mein Auto ist ja auch irgendwo mein Pausenraum, ne? Weil auf der Baustelle will ich keine Pause machen, weil mir das zu staubig und zu laut ist. Und dann sitze ich hier im Auto, kann hier meine Pause machen und wie kann man geiler Pause machen als in so einem Auto, ne? Und deine Frau, was sagt die so zum neuen Job? Boah, die findet das geil, weil ich sehr gut gelaunt nach Hause komme
und ungestresst. Ne? Also wir haben hier wirklich Anti-Stress-Mentalität hier und das finde ich ganz praktisch, weil du hast bei vielen anderen Firmen, gerade im Handwerk, dass du Druck ohne Ende bekommst und dann kommst du natürlich auch dementsprechend schlecht nach Hause. Ne? Somit hat sie gute Laune, ich habe gute Laune, wenn ich nach Hause komme. So wie es sein soll, würde ich mal sagen. Ne? So, willkommen in der Heimat. Wo soll ich denn stehen, wenn ich mal frage? Das ist eine gute Frage. Mensch, 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 was hältst du noch mehr? Ich bin überzeugt. So, willkommen zu Hause. In der Nacht. Das habe ich auch schon mal gemacht. So, jetzt bin ich hier angekommen. Jetzt nehme ich mein schönes Auto mit nach Hause. Werkzeug habe ich bereits. Das lade ich mir zu Hause ein. Und dann freue ich mich auf eine Fahrt und auf einen guten Start bei Bodenmann, würde ich sagen. Ne? Wenn du auch in unser Team kommen möchtest oder ein Kunde bist, der einen neuen Boden braucht, dann kannst du gerne bei uns anfragen. Wir bemühen uns, die beste Arbeit zu liefern, weil wir setzen neue Maßstäbe im Handwerk.